Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich euch meine Serie vorstellen, die ich im Juli im CeLaVi auf dem Workshop basteln lasse. Wir haben auf dem Workshop das Thema Schulanfang und ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Heike Hülle-Bolze. Die hat einen Bloghop gemacht zum Thema Schulanfang, hat dort eine Wimpelkette gemacht und auch die kleine Schultüte und den Ranzen. Das habe ich mir so ein bisschen bei ihr abgeguckt und habe das einfach übernommen. Und ich möchte euch jetzt in lockerer Reihenfolge so ein bisschen zeigen und euch abdrehen, wie ich das gestaltet habe. Und wir starten heute mit dem Gäste-Goodie. Das heißt, für diese Teile gibt es nochmal einen separaten, für ein separates Video, nur wahrscheinlich für die Karte nicht. Denn die Karte ist eine sehr, sehr einfache Karte tatsächlich. Es geht nur darum, dass die Workshop-Teilnehmer auch eine Karte mitnehmen, aber es sind halt schon zwei Projekte mit etwas mehr Zeitbedarf und so ist die Karte einfach gestempelt und einfach gehalten obendrauf als Goodie oder als Add-on oder wie auch immer. Ja, ich werde auf diesem Workshop in den Inkala arbeiten und zwar in allen. Also alle 10 Inkala stehen zur Verfügung. Dort dürfen sich die Teilnehmer etwas aussuchen und ich bin aktuell gerade in den Vorbereitungen für die Gäste-Goodies. Das Gäste-Goodie habe ich natürlich auch in Feige gemacht. Sieht so aus. Ist dann also der Stift dazu und der Stift hat hinten einfach noch ein Sprüchlein. Der Stift ist hinten offen und kann befüllt werden. Wird von mir auch befüllt mit einem kleinen Kreidepaket. Ich habe die schon gepackt. Und zwar sind die auch farblich abgestimmt und die kommen dann einfach hier hinten rein und das ist das Gäste-Goodie für den Workshop und ja, ich habe die neuen Inkala hier alle schon fertig. Ich finde das total süß, die stehen hier nämlich schon ein bisschen herum. Was mir noch fehlt, sind die Schilder für die Buntstifte, aber wie ihr seht, ist das echt niedlich. Ich finde die Stifte total süß, wenn die so liegen oder stehen oder wie auch immer. Ja, so könnt ihr sie auch ganz gut sehen. Nur meine Ringleuchte fehlt, ne? Also es ist tatsächlich so, dass ich mich mit dem Thema Licht noch hier einfach beschäftigen muss. Ja, aber das ist also jetzt mein Gäste-Goodie. Das bekommen die Gäste des Workshops von mir geschenkt. Und ach so, wenn ihr das übrigens seht, war der Workshop schon, sodass ich das ja eben einfach euch auch zeigen kann. Heute ist Mittwoch, glaube ich, und der Workshop ist Samstag und nächste Woche Mittwoch, sodass ich also jetzt gerade an den Gäste-Goodies bastel und mir gerade so überlegt habe, ich nehme euch einfach mit und zeige euch schnell, wie ich die Gäste-Goodies bastel. Dann habe ich es nämlich gleich in einem Abwasch mit euch gemeinsam erledigt. Wir brauchen ein Schneidbrett. Dann habe ich hier schon mal die Farben hingelegt, die ich noch basteln muss. Da fangen wir jetzt einfach mit einer an. Und eigentlich ist das ganz einfach. Wir brauchen, ich zeige es euch nochmal, schwupp. Diese Seite ist 3 cm. Das sind 5 Seiten, sind 15 cm. Und dann kriegt das Ganze noch eine Klebelasche, also 15 plus ein bisschen. Und mein plus ein bisschen, dass ich mich geeinigt habe, ist also 15 plus ein bisschen, das heißt also die Außenkante des Schneidbretts
ist dann einfach mein ein bisschen, wo die Klebekante für ist. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Es ist immer noch so, dass ihr das nicht sehen könnt hier mit dem Schneidbrett, aber ihr wisst ja jetzt im Endeffekt, wo ich hier so schneide. So. Und die andere Seite ist 17 cm lang. Und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was ich tue. Aber ich finde das ganz praktisch. Ich habe nämlich hier so 2 cm. Und dann schneide ich nochmal 2, denn A4 ist 21 breit. Und wenn man 2 mal 2 cm abschneidet, hat man noch 17. Warum mache ich das nicht direkt? Zeige ich euch gerne. Das Schneidbrett hier hört ja bei 15,9 oder so auf. Das heißt, wir müssten mal einen Arm ausklappen. Und das erste Ordentliche, was wir auf diesem Arm wieder sehen können, ist 18. Und dazwischen erst mehr Raten angesagt. Und das ist nicht so meins. Also benutze ich einfach die, das ist andersrum und sage 21 minus 2 sind 19, minus 2 sind 17 und habe dann tatsächlich 17 echte Zentimeter und nicht 17 geratene. So, und die beiden Schnippel, die ich da abgeschnitten habe, die könnte ich, also die stehen bei mir in einem Glas, wo nur solche Schnippel drin stehen. Wenn man denn mal so einen Spruch machen will oder so, dann kann man einfach so einen vorgeschnittenen Schnippel schon benutzen. Von daher ist das also in meinem Fall auch nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir noch mal eben gucken. Dieses hier ist jetzt die 17er Seite, also drehen wir das wieder um, denn wir wollen ja jetzt diese 3 cm Geschichten falzen. Wir legen also an bei 3 und falzen bei 6 und falzen bei 9, bei 12 und bei 15. Dann drehen wir das um 90 Grad und legen es nochmal an bei 5 cm. Das ist dann der Teil vorne von der Spitze. Dieses hier sind 5 cm. Da falzen wir es auch nochmal. Und dann kann das Schneidbrett schon zur Seite. Und dann habe ich mir hier schon mal hingelegt ein Geodreieck und ein Falzbein. Wir brauchen noch einen Bleistift. Und wir brauchen Kreppband. Habe ich hier gekauft. Denn dieses Kreppband ist das, was hier drauf ist, damit es aussieht wie Holz, also wie Buntstift halt. Und diesem Kreppband pulen wir hier einfach ein Stückchen ab. So. Und kleben das hier an die Falzkante dran. Na, bisschen mehr geht noch. Man sieht das wahrscheinlich jetzt sehr schlecht, weil das so dunkel ist. So. Eigentlich kann man auch so ein Band reißen, ne? Wollte nur gerade nicht. So. Genau. Dann drehen wir das einmal um 180 Grad. Und jetzt müssen wir uns mal ein paar Markierungen machen hier. Und zwar immer bei 1,5 cm. 3 cm ist ja so eine Seite von dem Stift breit und die Hälfte ist 1,5. Damit wir vorne diese Spitze kriegen, machen wir uns jetzt immer schön bei 1,5 cm hier so eine Markierung. Und dann gehen wir von der Ecke mit der Falz zu der Markierung, die wir uns gerade gesetzt haben und ziehen hier
einen Strich. Deswegen mache ich das auch auf der linken Seite quasi, damit man hinterher den Bleistiftstrich nicht zwingend mehr sieht. Wir schneiden das zwar gleich weg, aber damit wir nicht noch irgendwo vielleicht was vergessen oder radieren müssen, so. Dann haben wir hier noch einen. Ich hebe das Lineal ein bisschen an, damit mir das jetzt nicht auf dem Krepppapier festklebt. Und ich das vernünftig bewegen kann. So, die eine Seite also mit Bleistift. Also kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Ich sage ja, ich habe hier einfach tatsächlich noch ein Lichtproblem. Aber ich werde mich drum kümmern. Sobald ich mal ein bisschen Luft habe, kümmere ich mich darum. So, jetzt nehmen wir wieder das Geodreieck. Jetzt brauchen wir noch die andere Seite. Da müssen wir aber eine Falzkante produzieren, weil wir ja noch eine Klebelasche brauchen. Also mache ich das nicht mit dem Bleistift, sondern mit dem Falzbein. Einfach hier die andere Seite. Festkleben. So. Auch das zeige ich euch noch mal. Jetzt haben wir quasi diese Spitzen von dem Bleistift, haben wir da jetzt. So, jetzt nehmen wir unsere Schere und schneiden an der Seite, wo wir mit dem Bleistift gestrichen haben, einfach den Bleistiftstrich nachschneiden und quasi hier so eine Spitze. Das machen wir dann hier auch noch mal. So, und jetzt müssen wir noch eine Klebekante schneiden. Ich habe die Anleitung ja nicht erfunden. Und da, wo ich die Anleitung her habe, ich verlinke euch das auch nochmal in der Infobox, sieht die Anleitung so aus. Ich habe das zusammengeklebt, aber es wird immer schwieriger, so eine Riesenklebelasche an so einer Spitze anzukleben. Insofern habe ich mich entschlossen, die Klebelaschen anders zu machen. Ich schneide hier ein bisschen rein und gehe dann hier ein bisschen runter. Das ist meine Klebelasche und ich finde, man kann es einfach schöner zusammenkleben. So richtig hundertprozentig kriege ich diese Spitze tatsächlich nicht hin. Kann man vielleicht so. Kann man so ein bisschen sehen. Ein ganz bisschen ist vorne immer doof. Aber ich glaube einfach, dass das im Gesamtkonstrukt hinterher auch nicht mehr auffällt. Und insofern ist das für mich mit diesen Klebelaschen dann einfach am praktikabelsten. Und darum habe ich sie geändert. Also an der Spitze da rein. Und dann hier runter. So funktionieren meine Klebelaschen. Es ist ja auch, wie gesagt, dann nicht schlimm, wenn es unterschiedlich ist, aber so ist diese Spitze tatsächlich frei und man kann sie etwas besser zusammenkleben. So, dann haben wir noch hier. Ja, der Nachbar ist auch nach Hause gekommen. Sehr schön. Und dann haben wir auch noch hier eine. Und hier dran schließt sich gleich die letzten Zentimeter oder die letzten 1,2 Zentimeter Klebelasche an,
für die Seite und die schneide ich einfach dann hier schräg ab. So. So sieht es aktuell aus. Sieht ein bisschen aus wie unsere Stadthalle in Bremen, obwohl die heißt ja jetzt, wie heißt sie denn? ABD-Dom? Ich habe keine Ahnung. Die ist ja, also 100 Jahre war das die Stadthalle. Jetzt ist es irgendwie, kriegt ständig einen neuen Namen. Ich glaube, ABD-Dom ist auch schon wieder rum. Ich weiß es nicht. Ich muss das gleich nochmal googeln. So. Dann brauchen wir Kleber. Und dann beginnt auch schon die Fummelarbeit. Und zwar müssen wir jetzt den Falz umknicken. Und schön nachfalzen. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen darauf achtet, dass hier oben sowas Ähnliches wie eine Spitze entsteht. Und hier unten auch das gerade ist. Also, dass die ganze Ecke bis zur Ecke wirklich hier eingefalzt ist. Ansonsten haben wir hinterher keine schöne Seite. Das machen wir jetzt bei allen. Kommt schon wieder nach bei die Treppe runter. Dann macht das gleich wieder Boom, weil die Haustür zu ist. Also nicht erschrecken, siehst du? Genau. Krawumm, Tür zu. Ja, nämlich leider eine Holztür als Haustür. Und jetzt regnet es heute bei mir. Und jetzt zieht sich das Holz wieder zusammen und dann kracht die so. Und wenn das so warm ist, tagelang, wochenlang, dann dehnt die sich aus, dann fällt die auch ganz geschmeidig ins Schloss. Die ist wetterfühlig, die Tür. So, dann... Ach so, habt ihr gesehen? Ich hoffe, wir müssen noch die Falz hier alle nachziehen. So. Und dann kann man schon erahnen, wie das zusammengehört. Und dann, ich mache das mit Tombow, damit man das auch im Nachhinein noch ein bisschen verschieben kann. Bitte denkt daran, nur vorsichtig mit Tombow zu arbeiten. Ja, wenn wir denn mal mit Tombow arbeiten können, dann vorsichtig. Genau, nur dünn auftragen, einfach, weil das sonst da überall rauszuppt. Und dann den nächsten tatsächlich so bis zur Ecke dann dran schieben und hinten jetzt die Klebelaschen komplett andrücken. So, und jetzt seht ihr, wenn wir die ganz gelassen hätten, dann wäre die, würde die jetzt hier irgendwo stehen und stört schon im nächsten, was also irgendwann beim Zusammenkleben es einfach unmöglich macht, das noch vernünftig zusammenzukleben, finde ich jedenfalls. Und insofern habe ich mich da einfach umentschieden. So, dann machen wir hier einfach weiter. Wieder ein bisschen Tombow. Auch bis hier hinten hin. Das da wieder drauf. Ich mache das immer mit den Fingern, deswegen muss ich das jetzt mal für euch andersherum machen. Da
damit ihr das sehen könnt, dass das hier hinten angedrückt wird. Ne? Ich gucke mir hier vorne an, damit es irgendwie schön ist. Und hinten drücke ich mit den Fingern die Klebelaschen an den nächsten Teil. So. Ein bisschen Kleber drauf. Den nächsten Bleistiftteil da dran. Und hinten, ne, die Klebelaschen wieder andrücken. Aber wie gesagt, ich gucke mir halt immer vorne an, damit vorne schön wird. So, dann diese noch. So, jetzt klebt dann schon mal alles. Ich mache eben hier so ein bisschen die Finger vom Kleber befreien. Jetzt kommt die letzte Klebelasche und dann nehme ich auch tatsächlich erst nur diese hier, obwohl ich weiß, dass das hinterher ein bisschen Fummelarbeit ist, die Seitenklebelasche noch zu kleben. Aber ich möchte das gerne getrennt voneinander haben, dass ich mich tatsächlich erst um hier oben kümmern kann, eine vernünftige Spitze zu machen und das hier schön zuzudrücken. Denn jetzt kann ich auch hier mit dem Finger noch rein und Dinge korrigieren. Wenn ich das gleich mitzuklebe, reicht mein Finger nicht mehr, um hier vorne reinzukommen, wenn irgendwie hier vorne irgendwas schiefgelaufen ist. Ja. So, und dann kann man hier den dann hier reinstecken. Und jetzt achte ich als erstes darauf, dass hinten richtig zugeht und eine glatte Fläche bildet hier und nicht schief wird. So, da kann man dann auch nochmal mit dem Falzbein drüber fahren, mit dem als verlängertem Finger. So, und da ist er. Der nächste Stift für die Gäste-Goodies. Dann kommt da gleich nur noch der Kreativitätsstempel drauf mit unserer neuen Stanze. Die passen auch nämlich ganz gut zusammen, so wie hier. Und ja, dann ist der Stift schon fertig. Das ist das Gäste-Goodie aus meinem Set. Die anderen Videos dreht Heike hoffentlich demnächst noch. Ich werde das nochmal weiter beobachten. Ihr kriegt es auf jeden Fall als Video eigentlich von der Heike, weil es ihre Idee ist und ich finde es so eine mega tolle Idee. Sollte Heike das nicht mehr tun, werde ich das tun. Aber natürlich
soll sie auch ihre tolle Idee verfilmen und vorzeigen. Ja. Ich hoffe, das Gästegoodie hat euch gefallen. Ich sage herzlich Dank fürs Zusehen und wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis bald. Tschüss.